Schweriner Jazznacht startete am 15. Juni mit dem Dieter Ilk Trio. Vom ersten Ton an Jazz der Extraklasse. Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin hatte eigens für die Jazznacht eine Bühne in die Kulissen des Musicals Titanic auf dem großen Garten direkt vor dem Schweriner Schloss gebaut. Der Organisatorin Marianne Wörle-Braun war die Aufregung der letzten Tage und Wochen noch anzumerken. Lange war Corona-bedingt nicht klar, wie, wann, wo und ob überhaupt die Jazznacht stattfinden könnte. Ich will mich natürlich bei all denen bedanken, die dieses Konzert überhaupt in dieser Form haben möglich gemacht haben. Und das ist das Mecklenburgische Staatstheater. Das Konzert findet statt in Kooperation mit den Schlossfestspielen Schwerin hier auf dieser ganz grandiosen Bühne des Musicals Titanic. In dieses Kulisse wurde die Bühne für die Musiker gebaut und das ist eine wirklich großartige Leistung. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar und ich freue mich. Neben dem Dieter Ilk Trio spielte dann zu später Stunde das Wolfgang Hafner Trio auf der Schweriner Jazznacht. Beide Jazz-Kombos gehören weltweit zu dem Besten, was die Szene zu bieten hat. Für das Mecklenburgische Staatstheater natürlich eine Ehrensache, der Jazznacht einen würdigen Rahmen zu ermöglichen. Das ergänzt die Schlossfestspiele um ein ganz wichtiges Highlight, das wir in diesem Jahr ja nicht im Staatstheater machen konnten, das wir seit einigen Jahren ja mit großem Erfolg im Theater machen. Und jetzt war die Chance, es im Sommer Open Air hier nachzuholen. Und ich glaube, vielleicht ist das mal eine Marke für Schwerin und vielleicht könnte das auch eine Tradition werden. Die Jazzfreunde waren begeistert. Für die meisten war es nach Monaten des Corona-Lockdowns die erste musikalische Live-Veranstaltung. Und live ist eben immer etwas Besonderes. Ich fühle mich wirklich großartig und ich bin genauso glücklich wie alle anderen Gäste. Wir alle haben ganz schwere Monate hinter uns und wir haben vor allem auch die Kultur vermisst. Und jetzt wieder dabei zu sein als Zuschauerin und die Künstlerinnen und Künstler live zu erleben, das kann niemand ersetzen und deshalb ja, springt auch mein Herz vor Glück. Endlich wieder Kultur, endlich wieder Musik live erleben. Für Organisatorin Marianne Wörle-Braun steht fest, die Schweriner Jazznacht wird 2022 dann wieder so richtig losgehen. Die Einnahmen der Jazznacht gehen übrigens an den Schweriner Musikernachwuchs. Eine gute Investition.